Erster symbolischer Spatenstich in Dresden. In der Halbleiterfabrik von TSMC sollen einmal Mikrochips hergestellt werden, die zum Beispiel in Handys und Autos zum Einsatz kommen. Das Bundeswirtschaftsministerium will das Projekt mit rund 5 Milliarden Euro fördern. Diese Beihilfe hat nun auch die Europäische Kommission genehmigt. Der Spatenstich für die neue Fabrik nur möglich, weil 5 der 10 Milliarden Euro Investitionssumme aus Subventionen kommen. Manche Wirtschaftsexperten kritisieren das. Nun, die EU plant, den Marktanteil für in Europa hergestellte Computerchips zu verdoppeln. Es ist aber nicht gesichert, dass damit auch tatsächlich die Versorgung der heimischen Abnehmer gesichert ist. Nämlich die Hersteller werden ja ihre Halbleiter weiterhin dort verkaufen, wo sie die besten Preise bekommen. Andere halten das Geld für sinnvoll angelegt, auch weil damit technisches Sachverständnis importiert werde. Es geht nicht darum, alte Arbeitsplätze zu erhalten, sondern es geht darum, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und gleichzeitig auch dafür zu sorgen, dass wir Zugang zu technologischem Know-how bekommen. Das geplante Werk ist ein Gemeinschaftsunternehmen mehrerer Firmen. Den Löwenanteil hält der taiwanesische Chipriese TSMC. Das deutsche Werk wird ISMC heißen. 2000 neue Arbeitsplätze sind geplant im sogenannten Silicon Saxony, in dem Fachkräfte allerdings schon jetzt knapp sind. Wir werden jetzt eine Beschäftigungsinitiative starten. Es ist vollkommen klar, es wird Zuwanderung geben. Und meine Damen und Herren, das ist eigentlich die größte Freude, dass wir aus der Zeit der Schrumpfung herauskommen in die Zeit des Wachstums. Schnell wachsen soll jetzt auch das Werk am Rande Dresdens, damit es wie geplant 2027 eröffnet werden kann.